Grüß dich zu einem neuen Video hier in Lüsen in Südtirol, das zur Flugschule Papillon gehört. Ich habe mitgemacht beim Thermiktechniktraining Ende Mai 2019 und möchte euch in diesem Video meine Erfahrungen erzählen. Wie ihr gesehen habt, war das Wetter die ersten paar Tage zumindest nicht optimal, aber hat dann doch umgeschwenkt zum tollen Flugwetter und es waren einige super schöne Flüge möglich. Davor habe ich noch gelernt, was fliegbarer Regen ist. Lüsen liegt in den Dolomiten, etwas östlich von Brixen. Das Programm geht volle 7 Tage lang. Man wird gut beschäftigt, untergebracht kann man werden im Hotel vor Ort. Der Startplatz ist im Prinzip direkt am Hotel. Für die Camper steht ein Parkplatz zur Verfügung oder man macht es wie ich und sucht sich einen schönen Parkplatz. Für Leute, die das vorhaben, im Flugschulbereich sind Toiletten und Duschen mit untergebracht, was mir doch sehr entgegenkam. Diese Möglichkeit ist auf der Webseite nicht dargestellt und ich habe mich halt vor Ort sozusagen überraschen lassen. Also von dem her hat alles gepasst. Am Anreisetag war nicht sehr viel los. Wir haben im Prinzip uns nur den Landeplatz angeschaut, wurden da eingewiesen. Ja, Begrüßung, ein bisschen Ablauf, so das Übliche. Gleich am Tag drauf wurde früh losgelegt mit dem Wetterbriefing und theoretische Manöverbesprechung, was man macht, ein bisschen so den Wissensstand von den oder Könnensstand von den Piloten abgetastet. Und im Prinzip waren die ersten 3 Tage Manöver vom Ohrenanlegen über 8 und Klapper war alles mit dabei. Das vertieft nochmal das, was man im A-Schein-Kurs gelernt hat. Außerdem haben wir im Prinzip alle Manöver vollzogen, die für den B-Schein nötig sind. Also gerade für Leute, die den B-Schein machen möchten, ist es optimal diese Woche, um die Flüge zu sammeln und alle nötigen Manöver durchzuführen und vielleicht auch den Streckenflug zu schaffen. Nicht fliegen konnten wir eigentlich nur wirklich an einem Tag nicht, also der Donnerstag, da fiel leider das Fliegen aus, da hatten wir Föhn, der komischerweise nicht vorhergesagt wurde. Und einen Tag haben wir einen Ausflug gemacht und zwar nach Feltre. Dazu habe ich letzte Woche ein Video hochgeladen. Hat mir sehr gut gefallen. Also es wird wirklich alles getan, dass man seine Flüge voll bekommt. Und am letzten Tag vor der Abreise hatten wir dann auch in Lüsen selber starkes Wetter und war auch wirklich ein super Flug, der entstanden ist. Das ist jetzt auch der aus diesem Video. Ja, leider war meine GoPro relativ voll auch wieder vom Speicherplatz und ist zum Beispiel die Landung nicht mit drauf, aber das ist, denke ich, halb so wild. Am letzten Tag, also der Sonntag, das war dann der 7. Tag, war dann noch ein Abgleiter möglich, ein Genussflug sozusagen, und ja, dann ging es dann eigentlich schon wieder zurück nach Hause. Mein Fazit zu diesem Training fällt insgesamt sehr positiv aus. Mir hat besonders gut gefallen, dass man sich jeden Morgen zusammensetzt und das Wetter bespricht. Auch da erstmal nicht sagt, wie es ist, sondern fragt, ja, was meint ihr? Und so wird dann in der Gruppe besprochen, ja, was das Wetter heute hergibt und oder auch nicht hergibt. So kann man hier wirklich auch nochmal einiges dazulernen. Auch hat man natürlich jeden Tag die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Man bekommt immer Feedback und das Coole ist auch, die Fluglehrer, die
merken sich die Leute. Also bin ich immer wieder fasziniert, wie die das hinkriegen. Die kriegen auch mit, wie weit du persönlich bist und gehen halt auch auf dein Können etwas ein. Es wird auch wirklich immer alles dafür getan, dass man in die Luft kommt. Also wenn das Wetter mal so lala ist, dann sind wir auch mal bei leichtem Regen geflogen, eben der fliegbare Regen, den ich kennengelernt habe. Weißt du, macht man jetzt in der Freizeit, wenn ich jetzt fliegen gehe, in der Regel nicht. Hat aber eigentlich ganz gut gepasst in diesen Wochen, weil für die Manöver war das super und man hat sich die Thermik nicht versaut sozusagen, weil ja eh keine da war. Also war das eigentlich perfekt. Die Location ist auch super, also kann man auch nicht sagen. Das Hotel ist gut, man kriegt Essen, Trinken sowieso und alles vorhanden, auch wenn man eben nicht Gast im Hotel ist. Der Wirt hat dann aber ein bisschen was verlangt für die Dusche und so, ja, ist logisch. Man hat einen großen Gemeinschaftsbereich, wo man Billard spielen kann, meinetwegen. Die Leute sind natürlich cool drauf, also die anderen Piloten kann man sich viel austauschen und nette Bekanntschaften machen und vielleicht dann auch Freunde finden. Was mir persönlich viel geholfen hat, war nochmal die Starttechnik. Also da wurden auch Videos aufgenommen. Da habe ich auf jeden Fall gelernt, ein bisschen mehr Ruhe reinzubringen in den Start und das konnte ich eigentlich auch gleich dann, wie ich wieder daheim war, umsetzen. Einfach mehr Ruhe, Kontrollblick. Das war schon immer ein bisschen mein Manko am Start und das konnte man da jetzt nochmal verbessern. Und mir hat es vor allem Sicherheit gegeben im aktiven Fliegen in der Thermik. Was ich hier empfehlen kann, vielleicht auch für die Manöver gerade, ist ein Headset fürs Funkgerät, vielleicht auch das eigene Funkgerät mitnehmen. Weil man doch gerade bei Manövern, wenn der Wind dann arg rauscht, man einfach nichts mehr verstehen kann und ja, dann läuft es vielleicht nicht immer optimal. Ich habe mir eins dort vor Ort ausgeliehen. Ja, ich habe gedacht, das wären spezielle Funkgeräte, aber die haben doch die ganzen stinknormalen Mittelend-Dinger. Da hätte ich welche daheim gehabt und Headset und ja, hätte ich das besser mitgenommen. Was mir vielleicht nicht ganz so gut gefallen hat, muss man auch sagen, ist, dass doch recht viele Piloten waren. Also jetzt nicht wegen unserem Kurs, also es waren um die 15 Leute und es lief parallel halt noch der A-Schein-Kurs, was dann doch teilweise zu sehr vielen Piloten in der Luft führt und gerade eben am Landeplatz kann es dann mal eng werden. Das fand ich nicht ganz so gut, dass da zwei Kurse parallel liefen. Wurde halt dann teilweise doch relativ voll. Aber das ist fast das Einzige, was mir negativ in Erinnerung ist. Ich empfehle den Kurs den Leuten, die eigentlich direkt aus den A-Scheinen kommen, weil hier hat man noch nie Thermik geflogen und vielleicht noch überhaupt keine Ahnung. Da ist es auf jeden Fall sinnvoll. Das war bei vielen in dem Thermiktechnikkurs auch so, dass die vom A-Schein gekommen sind oder noch nie Thermik geflogen sind. Ich persönlich bin schon Thermik geflogen und war teilweise, sag ich mal, schon ein bisschen weiter. Mir hat halt der Kurs vor allem, ja, Sicherheit in meinem Tun gegeben. Also hat einfach nochmal die Bestätigung, dass ich es richtig mache, soweit. Und man hat natürlich noch viele Feinheiten gelernt, also wo ist Thermik und Abrisskanten und sowas hat man zwar alles schon mal gehört, auch in B-Schein-Theorie, aber man kann es vielleicht nicht oft genug hören und es hat mir doch nochmal das Ganze ein bisschen vertieft, auch ums Thema Wetter hat es mich auch nochmal weitergebracht. Und natürlich konnte ich die ganzen Manöver für meinen B-Schein sammeln. Ja, also wie gesagt, optimal für Leute, die vom A-Schein kommen, direkt danach oder dann für den B-Schein-Kurs die ganzen Flugmanöver machen. Der Pilot, der schon Erfahrung hat im Thermikfliegen und sich da wirklich sicher ist, braucht dieses Training vielleicht nicht und macht vielleicht lieber eine Flugreise. Hat er vielleicht ein bisschen mehr davon.
Ja, jetzt befinde ich mich schon so langsam wieder auf dem Abstieg. Falls du noch Fragen hast oder so zu dem Kurs, dann kannst du gerne fragen und dann werde ich meine Antwort schreiben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Daumen hoch, abonnieren und dann mal bis zum nächsten Video. Pfiat.